Hallo? Hallo? Gott. My name is Martin Tweed, President and CEO of Kindred Aerospace. Was hast du hier? Ich bin mir gefolgt. Wie, du bist mir gefolgt? Ja, ich hab dich immer im Blick, mein Hübscher. Wie kannst du mir gefolgt sein? Ich verfolge dich. Jede Zeit und überall. Und du hast auch ein paar Kameras in deinem Aufzug. Ja, ich... Ja. Ich finde gerade die Steuerung noch total faszinierend. Ich merke das schon. Nee, oder ist es die Schwerkraft? Mir brummt der Schädel. Wegen dem ganzen Gelaber? Nee, ich erinnere mich nur noch an so eine fette Fete. Ja. Da kam so ein Obdachloser hinter der Bar zu mir. Ja. Der meinte, er sei NASA-Mitarbeiter, er könnte mir helfen. Vorher müsste er aber meine Prostata untersuchen, ich musste unterschreiben, hab mich gebückt, gehustet. Und dann bin ich hier aufgewacht. Tja, und jetzt überleg noch mal, wo die Kamera ist, von der ich vorhin gesprochen habe. Oh mein Gott, steck mir eine Kamera im Arsch! Ach Gott, nein! Ich verrate dir ein Geheimnis, der Obdachlose war ich kostümiert. Was? What the Gott, nein! Kommt dir dieses Kostüm hier etwa bekannt vor? Guck's dir an. Da. Das ist der Dude! Ach Gott, die Katze erinnert mich auch noch. Die saß auf der Mülltonne, die hatte die Kamera. Oh Gott. So sieht's aus, mein Hübscher. Einfach herausgefunden. Mensch, Mensch, Mensch. Okay, okay. Aber du hast jetzt folgendes Problem. Ja. Du hast eine Kamera in deinem Anus. Ja. Keiner nimmt sie raus. Ja. Und du kommst ja auch nicht so einfach weg. Nee. Also nur weil dein Pfeil leuchtet, heißt das nicht direkt drück auf den Knopf. Doch. Oh. Ich kann eine Waffe drücken. Drücken. Ich nicht. Oder? Ja, okay, gut, ich auch noch nicht. Okay. 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 Wo du sein? Also wenn es... My name is Echo and I'm here to help guide you on your mission. But first things first. Please log into the computer and fill out a teeny weeny questionnaire, if you don't mind. So we can make sure you're not crazy. Aha, da ich bin nicht crazy. Wie habt ihr mich hierher bekommen? Das ist crazy. Was? Oh, erstmal eine Handgranate gönnen. Was? Was? Was denn du jetzt her? Please take the questionnaire on the computer. Zugriff abgelehnt. Oh. Okay, du musst das ausfüllen. Es sieht so aus, als hättest du es geschafft. Gut gemacht. Danke, hat mich ja nur einiges gekostet. Gemäß deinen Kindred-Mitarbeitererfahrungen, Erfahrungsprogramm, Leistungsvertrag, bist du vertraglich verpflichtet, in regelmäßigen Abständen Berichte zu schreiben. Fangen wir an. My jobs is to continually assess your mental state, and as space sickness has been an issue for some other recent explorers, thank you. I'm super glad you're not crazy. Ich kann den Computer nicht benutzen. Nur du. Alien-Forschung, aha. Hallo, Name des Explorers hier. Dies ist der erste Tag ihres großen Abenteuers. Könnten nicht begeisterter sein, sie auf Planetenname hier begrüßen zu dürfen. Als wichtiger Teil von Kindersträhnen, bla bla bla. Ja, das übliche Gelaber. Okay, hast du jetzt auch den PC benutzt? Weil da gibt's eine Nachricht. Ja. Was, wohin gehst du? Ich teleportiere mich hier raus, ihr seid krank. Ich will das nicht. Ich auch ach, du nicht. Du Scheibenkleister. Wow. Oh, warte mal. Okay, so bewege ich mich. Das blinkt. Ich mag blinkende Sachen. Was ist das?
at all, really. More detonation of rocks. Okay. This mission just got 100% more interesting and about 50% more lethal. Hey, ich hab Köder gegriffen. Javelin is equipped with several small robotic drones that can perform basic scans of the world around you. Please launch them by opening the exterior hatch. Ich hab, was hab ich? Keine Ahnung. Wie wirft man das? Hör auf, mich abzuwerfen. Wo müssen wir hin? Das ist ein Köder. Ja. Wir müssen was ködern. So wie ihr mich geködert habt. Warte, wie läufst du denn? Lauf nochmal bitte. Das sieht so kacke aus. Geil, sehe ich auch so kacke aus? Ja. Geil. Das ist wegen der Kameramarsch. Ja, aber ich habe keine im Hintergrund. Oh, was bist du denn? Oh, yes. You've discovered Grob's hidden anti-nutritional value. Oha, oha. Oh. Jetzt fressen die sich gegenseitig. Hey, ich glaube, das war das, was du ködern musst. Frisst euch! Boah, haben die Flatulenzen. Alter Verwalter. Die scheißen dir die Bude voll. Ich kann damit auch hauen. Womit kannst du hauen? Mit Viereck. Was passiert denn, wenn wir hier durchlaufen? Ich kann die einfach kaputt hauen. Komm mal her. Komm mal bei mich bei. Geh weg, Alter. Kriegst du Schelle von mir. Oh. Alter! Das war mein Freund! Das hat sich gerade eingeschissen. Ich kann nicht mehr. Oh Gott, Jimmy, nein! Guck dir mal diese Schweinerei an. Jimmy! Respektschelle! Ich heule, was bist du für ein kranker Mensch? Kommst auf einen fremden Planeten? Du bist so richtig dieses Grundprinzip, ne? Grundprinzip Menschheit, ne? Du kommst auf einen neuen Planeten, siehst, da lebt was? Nee, direkt ausrotten. Ja. Was kann ich denn noch alles? Ja, hier offensichtlich nicht durchlaufen. Okay. Oh, mein Helm kann was Cooles. Was denn? Drück mal Steuerkreuz nach oben. Warum hast du mich? Wir müssen das einscannen, glaube ich. Ah, okay, und mit L2, R2 zoomst du dran. Genau. Every time you return to the Javelin, you automatically deposit any resources you were carrying. Anything you drop outside the Javelin, however, will stay there until you go and grab it with your meat hands. Ja, danke, okay. Was gibt's neues Video? Hi, my name is Martin Tweed, President and CEO of Kindred Aerospace. Thank you for joining the Pioneer Program. Ah. For almost 30 years, ich habe dein Knöpfchen gedrückt. To help humanity expand beyond okay, the ich habe das aufgemacht. And I am excited to announce that many industry observers now consider us the fourth best interstellar expert. Was ist das für viele? Was denn jetzt? Now they'll provide you with approximate locations of resources and important info. Ich will doch gar nicht die. The Javelin is pretty banged up, but you'll need to scan the exterior to confirm the level of bang-upness. Wo bist denn du? Ich muss ein Video gucken. Ja, wo bist denn du? Im Raumschiff. In welchem Raumschiff? Alter, ernsthaft? Ja, ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo wir eigentlich herkamen. Wie bücke ich mich denn nochmal? Ich hab schon wieder vergessen, wie ich mich eigentlich bücke. To our line of athletic footwear and
Kannst du es noch mal ganz kurz erklären? Ah, weißt du es auch nicht mehr? Ich gucke ein Video. Our next step is to move beyond pure exploration and into settlement. Our scientists have identified several planets that may be fit for human habitation. Yours is ERY-26. Your job. Ich will da rüber. Ach so, nee, das ist ja mit dem. Creatures, threats and opportunities and send your data back to our crack team of scientists here at Kindred for analysis. Oh. I should also mention that while every effort has been made to ensure a comfortable and safe journey, recent budget challenges plus the unknown natures of the obstacles you will face mean that we were unable to send you any equipment. But don't stress. Ich bin so einsam, ich würde einfach nur wieder in diese Höhle zurück. One minor note. All the fuel in your javelin was used in the journey from Earth and the landing on your planet. You will need to discover a local resource that you can refine into an appropriate fuel. Unless, of course, you decide to spend the rest of your life off Earth. But I don't want to take up too much of your time, and I'm sure you're very excited to explore. So I wish you good luck. We will send updates on your progress as you complete your scheduled survey. Ich habe jetzt ernsthaft vergessen, wie ich mich bücke. Kreis. Ah. Na dann geht's sowieso. Bitte. Wenn ich nicht weiß, wo du bist. Oh, wie oft noch, du hirnverbrannter Vogel. Ich guck mir ein Video im Raumschiff an. Der steht draußen, es gibt nur einen Weg. Okay, oh, noch ein Video. Ah, da geht's hier hin. Okay. It's a perfect time to hit the park and kick the bag around. But one can get frustrated when your natural legs only bend in the middle and only bend so far. What if you could maximize your flexibility performance to take your game to the next level? Now you can, with Flexlimia. Flexlimia is a topical salve you apply to your appendages, and in just 4 to 6 weeks you'll begin to notice a drastic improvement in your flexibility. Digga, was guck ich mir an? 9000%. The results are remarkable. Flexlimia should not be taken concurrently with Tostenda BT or any extremity extender, which can, in extreme cases, lead to Waffle's crazy leg syndrome. Side effects may include completely normal behavior, dry mouth, moist mouth, itching, redness, burning, dizziness, nausea, bladder blabber, reverse buck teeth, looping face palm, radioactive toenails, strawberry licorice lips, mild severe farts, uncontrollable crunking or clowning, frequent thoughts of taking it easy, sudden hairy back baldness disorder, long annoying lists, impromptu bongo playing, dog bites, and temporary or permanent death. See website for details. Oder vorübergehender endgültiger Tod, okay? And for the bendier, it's time to level up your flex with Flexlimia. Alter, ist das Spiel durch. Alter, ist das Spiel durch. Geh doch mal aus dem Weg, du! Hallo. Bambi? Kannst du mal bitte nicht stören? Ich schaue hier gerade ein Video, wo so ein Mann sein Bein echt fragwürdig bewegt. Ja, wir haben das alle gesehen. Ja, es ist irritierend. Was kann ich denn machen? Herzlich willkommen. Aha, nein. Also noch kann ich gar nichts machen. Nee. Ah, ich muss die scannen. Okay. Was sind das für Schritte? Okay, okay, okay. Temperature 92 degrees. Vital signs nominal. What the fuck? This exterior
panel must have been knocked loose on landing. I am adding a location marker to your compass. Please find it and scan it. If you lose your way, you can always hit the survey button to highlight its location again. Fuel tanks are intact, but empty. If you can find a local fuel source, you'll be able to get back home. If you can't, congratulations, you're home already. Ach, die sagte gerade so viel wie, wenn ich es nicht, also wenn ich es reparieren kann, kann ich nach Hause. Wenn ich es nicht reparieren kann, sagt sie Glückwunsch, du bist zu Hause. So in der Art. So, wo sind jetzt die kleinen Mistkäfer hin, die da rauskamen? Warum löscht ihr meinen Körper? Du kranke Sau! Okay, also wenn ich jetzt damit rumlaufe. These aren't reads. Nein. Es ist so stumpf gemacht, ne? Ich liebe es. Na. Ah! Hm? Ich hab was gefunden. Ah, there is our missing panel. Well done. In the future, whenever you need help finding your currently selected objective, can you survey to orient yourself? The javelin is basically intact, but in need of minor repairs. If we ever want to relaunch. No. Oh, the cartographers found an alien alloy we could maybe use to repair the ship. Let me mark it. Nice work! You already have the required amount of carbon to craft a highly functional base-level Nomad plasma pistol. The 3D printer inside the javelin is ready for your input. They're drugs, but good drugs. For healing, not fun. Das sind Drogen, aber keine gute Drogen. Oha, ich hab ihn out of space gekickt. Was machst du denn mit den armen Kaki-Köpfen? Friss das! Okay, ich kann jetzt eine Waffe herstellen, sagte die. Du weißt, was das heißt. Zivilisation. Also wieder zurück. You can craft an upgrade, if you wanna. Du musst ja nicht. Warum bei mir schon? Ich kann ein Update erstellen, wenn ich will. Now you've got a weapon. The single most important tool for any colonizer. Ich will ihn auch nutzen. Okay. I have a fucking weapon. Ja, ich habe nicht genug Ressourcen. Du musst scannen, ne? Hm? Du musst scannen. Was muss ich denn scannen? Draußen Sachen mit deinem Helm. Würdest du mal lesen, ne? Das ist Englisch und außerdem... Oh, ich habe die Waffe. Hä, es steht außerdem unten kann auf ich Deutsch. Nicht so schnell. Ich weiß, aber ich kann nicht so schnell lesen. Ja, dann, das ist ja dein Problem. So ist das so fast. Tada! Okay. Aber wo sind die kleinen Mistkäfer hin? Ich finde das so geil, wie die laufen, ne? Ja, ich bin zu dick. Was willst du mit dem Mistkäfer? Oh. Nein, da sind so kleine Roboter rausgekommen aus dem Raumschiff, als ich dabei war. It may sound weird, but do you see a large tower looming above you? I only ask because my system appears to be functioning correctly, but our initial scan said there should be no sign of intelligent life here at all, and that appears to directly contradict this idea. I will contact your superiors immediately. One moment, please. Super. Oh, das wollte ich gar nicht. Super, super. Oh, war das dumm? Weiß ich nicht. What's that? Halt Umarmung. Aha. I have received an urgent message regarding the tower from our president and CEO, which is available for your viewing pleasure at the habitat. Please return as soon as you have a moment. Oh, was ist das? Boom.
Was war das für ein Geräusch? Ein Saft, aus dem Metallfaden gesprungen ist. I'm detecting a nearby organic compound which may be useful on our exploration efforts. Please scan it. Oh, da drüben sind wieder diese kleinen Kackiköpfe. I scan it. Oh, Kacke! Hm? Wo bin ich? Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Exactly like a normal squid. Ich bin jetzt bei den kleinen Kackiköpfen. Nimm Drogen. Hm? Ich werd verfolgt. Wo bist denn du? Ich bin runtergefallen. Oh, ist leer. Nee. What the fuck? Ich guck ein Auge an. Was ist das? Oh mein Gott. Ich sehe schon, komm, Alter. Wir werden jetzt etwas so oft verlieren. Oh mein Gott, es teilt sich auf. Oh mein Gott. Sag mir, wo du lang bist. Von dieser Wirbelsäule aus. Da war auch dieses riesengroße, zugefrorene Ding. Ding, der Fluss, der See, keine Ahnung. Ah, I see you. Ich kann das essen. Nein! Jetzt bin ich runtergefallen. Which would in turn allow you to be more attuned to the local climate. Long-term impacts are unknown, but ingestion is, of course, completely your decision. Please remain calm. I am monitoring your physical response. All is as predicted. I am adjusting your health and biofeedback to reflect your improved suitability to the chemical mix. I salute your continued embrace of adventure. Ich will irgendwie in diese Höhle rein. Geh doch da rein. Die ist hübsch. Oh Gott. Boah, wird das mal bei uns so aussehen, ne? Was? Ja, da hätten wir doch wieder Spaß beim Rausgehen. Na gut, das stimmt. Jetzt sieht man überall nur Autos, Häuser, das war's. Was bist Scan. Du denn? Ah, das ist dieser Vogel. Scan, hallo. Alles scannen, ich muss alles scannen. Like a normal puffer bird. Mopsvogel. Mopsvogel. Ai, Kanini, Anini. Nimm mit, dann hast du Möpse. Halt doch. Ich bin so ein Dummer. Ah. Hi, Mopsi. Da läuft schon wieder so einer. Komm her. Hm? Ich will dich killen. Hab ihn gekillt. Hey, hier laufen voll viele. Ich habe das ungute Gefühl, dass wir uns hier sehr oft aus den Augen verlieren werden. Ja. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo du bist. Was sind das für Geräusche? Mhm. Kommt, glaube ich, hier raus. Ich habe eine Höhle gefunden. Was für eine Höhle? Wo bist du denn? Mhm. Warte. Ich bin beim Möpsen. Ja, ich komme wieder hoch zu den Möpsis. Oh mein Gott, bist du goldig. Nein, lauf. Boah, da ist ein Ding, das super schnell laufen kann und das ist gelb. Ja, das habe ich eben abgeknallt. Ach, warum? Was ist das? Wo waren denn nochmal die Möpse? Oha. 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 Oha, was ist denn? Das? Was ist Oha? Oh, da greift mich was an. Da greift mich was an. Wo ist Oha? Hilfe! Oh, hinter Gott. Mir ist Oha. Oh nein, hör auf mich anzugreifen, du Arsch. Warum seid ihr zu... Oh nee, das sind drei Stück. Ich habe keinen Plan, wo ich hier gerade bin. Ich auch nicht. Ich laufe gerade einfach nur weg. In irgendeine Höhle. Warum habe ich das Gefühl, dass das keine gute Idee ist? Frisst mich das? Ha. Okay.
Oh, sind die Dinger jetzt weg? Ich glaub schon. Boah, ich habe einfach Müll getroffen. Okay, ich komme jetzt irgendwie wieder zu dir. Kein Plan B. Oh nein. Okay. Ich glaube, ich bin tot. Okay. Ohne tot sein. Ich bin tot. Alter Verwalter. Ist das gruselig. Wie soll ich denn da überall rankommen? Ich höre die ganze Zeit ein Riesenvieh. Was ist Beute? Wo ist Beute? Gib mir die Beute, ich will jagen! Ey, aber einmal sterben und man hat wieder 8 Schuss. Lass mich töten! Also sie hat gerade gesagt, ich bin gestorben, aber sie hat einen Klon von mir erstellt. Oh, nett. Mit meiner Erinnerung. Das ist echt reizend. Ja, ich kann mich nicht daran erinnern, dafür einen Vertrag unterschrieben zu haben. Den haben wir alle nicht freiwillig unterschrieben. Was ist das denn? Looks to have fallen from the nearby tower at least 400 years ago. Looks to be a plant that's anchored itself to the environment. If you have a grapple, this is where you'd fire it. I'm working on a blueprint for you now. So, ich komme jetzt wieder bei dich bei. Oder bist du wieder ganz woanders? Ich bin... keine Ahnung. Ich habe mir voll den Überblick, wirklich. Oh, cool! We find what appears to be an alien feces and your first instinct is to just pick it right up. I mean, I think we could use it as a sort of natural adhesive, so... I guess we're flinging poop now? Also habe ich jetzt Alien-Kacke genommen. This planet was supposed to be devoid of intelligent life, but ah, nee, das ist da drüben sind Drogen. Okay. Oh. Looks like some sort of transport device. If you turn it back on, we can kill you here and make a clone of you at another one you've activated. Or sorry. Oh nein. Oh nein! Was denn? Hilfe! Ich bin schon wieder bei diesen Alien-Dingern. Welche Alien-Dinger? Diese komischen Fliegenden, die mich umbringen wollen. Hä? Die greifen mich wieder an. Und ich weiß nicht, wie ich hier wegkomme. Hä? Die hier? Mhm. Wo bist du? Siehst du mich nicht? Nein. Ich bin da, wo du vorhin reingefallen bist. Kommen wir jetzt gerade wieder raus. Hä, warum bist du denn da? Komm doch einfach hier weg. Ja, ich bin ja gerade hier weg. Ach, die Scheiben. Oh Gott. Oh Gott. Du musst herkommen. Alter! Wo bist du jetzt? Zisch ab! Ich bin jetzt in diesem Loch. Ah, I see you. Alter, was ist das für ein Riesenvieh? Nee, komm mal da wieder raus. Wir gehen mal hier in die Wirbelsäule rein. Welche Wirbelsäule? Ja, naja, wo bist du? Das ist geil. Okay, wo bist denn du? Wo bist du denn? Da, ich bin hinter dir gerade hinterher gelaufen. Hi, komm mal mit. Hör mal auf, mich anzugreifen, Mann. Welche Wirbelsäule? Ja, das sieht aus wie eine Wirbelsäule. Da. Das ist ein Kopf. Ja, aber das weitere ist die Wirbelsäule. Ja, das ist richtig. Und wir sind hier bei Nahes Geheimnis. Nahes Geheimnis. Nahes? Oh. Oh ja, Mann. Toll. Schmackofatz. Oh.
things you ate made you way harder to kill. Bad news is you're harder to kill because most of your bones have been replaced with rock-hard space tumors. Good news, potential partners dig tumors. Or so I hear. Hä, wie soll man das jetzt... Ah, warte, 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 wir können das erstmal scannen. This door seems to respond to your energy signature. A big electrical jolt should disable its mechanism for a while. Lässt sich mit dem richtigen Werkzeug öffnen. Ah, okay. Also kriegen wir das gar nicht auf. Ich meine, wir haben noch dieses Lockmittel. Nee, das ist aber kein Elektroschock. Da dürfen wir nicht in die Nähe, dann kriegen wir... Was bist du denn, Alter? Oha! Alter! Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ich hab den Alpha abgeknallt. Oh mein Gott. Ey, du beknackte Sau! Wie viele Schuss hast du bitte? Hä? Die lädst du doch immer wieder auf. Echt? Oh. Ja gut, dann kann ich ja jetzt endlich das abschießen, was dann die ganze Zeit abschießen. Oh Gott. Hat mir das irgendwas gebracht? Ne, nicht ja, wirklich. Die Folge ist aber vorbei, ne? Was? Jetzt schon? Ja. Ey, das ist doch unnormal. Ich würde sagen, das war's an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Ganze gefallen hat, lass doch gerne eine Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünschen wir dir alles Gute und ciao. Ciao.